Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Vegan Box Unboxing. Das ist jetzt die vom August und ja, die kam bei mir jetzt ganz schön spät, weil ich habe glaube ich schon drei andere YouTuber gesehen, die ein Unboxing damit hochgeladen haben, bevor ich meine überhaupt hatte. Ja, heute ist das Unboxing wieder ohne Familie, denn ja, anders ist es gerade ein bisschen schwer hinzukriegen bei uns. Es ist übrigens auch das letzte Vegan Box Unboxing auf meinem Kanal, vorerst zumindest. Denn nächsten Monat wird was anderes kommen, aber das verrate ich noch nicht. Okay, so, legen wir los. Ja, es ist die große Vegan Box, die jedes Mal, aber das werde ich jedes Mal gefragt, deswegen sage ich es jetzt mal gleich. Vegan Life Magazin, neues, informatives und köstliches aus der Veggie-Welt, Rabattgutschein für ein Abo beiliegend. Okay. Habe ich noch nie gesehen, die Zeitschrift. Also gibt es doch noch ein paar mehr vegane Magazine, als ich dachte. Naturkosmetik, das Bio-Projekt, Gummibärchen selbst gemacht. Oh, das ist mal interessant. Mit Agar-Agar oder Apfelpektin. Ja, also eigentlich wie jede Zeitschrift, mehr oder weniger. Rezepte, was ist das hier, Stevia? Irgendwas über Süßstoffe, noch mehr Rezepte. Ja, gucke ich mir glaube ich mal in Ruhe an. Muss ich jetzt glaube ich nicht hier alles vorlesen. Aber ja, cool, dass es noch so eine Zeitschrift gibt. Die kostet 3,95 Euro in Deutschland. Ja, habe ich noch nicht gesehen. So, dann haben wir 10 Acre. Spreche ich garantiert falsch aus. Hand cooked with love. Crisp. The story of when the cheese meets the onion. Auf jeden Fall was Englisches. Also hier steht auf jeden Fall nur Englisch drauf. Hand cooked cheese and onion chips. Vegan, glutenfrei, sojafrei. Leider sind viele Zutaten in Deutschland nicht kennzeichnungspflichtig. So enthalten einige herkömmliche Chips tierische Bestandteile. Bei diesen Chips könnt ihr euch aber sicher sein. Sie vereinen den herzhaften Geschmack von Käse mit einem Hauch würziger Zwiebel und sind trotzdem vegan. Ein unverwechselbares Geschmackserlebnis für alle, die den herzhaften Käsegeschmack in Chips lieben und vermisst haben. 40 Gramm für 1,69. 1,69 für so eine kleine Packung ist natürlich ganz schön doll, aber und ist auch nicht viel. Aber das ist lecker. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr Käse schmecken, für mich sind das eher Salzchips. Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Cheese and Onion Flavoring, also Cheese and Onion Geschmack, aus Zwiebelpulver, Reismehl, Salz, Yeast Powder, ich weiß nicht, was Yeast ist. Dextrose, Yeast-Extrakt, Garlic, also Knoblauchpuder, Citric Acid, Zitronensäure wahrscheinlich, und Natural Onion Flavoring. Also, wie gesagt, das schmeckt ein bisschen schwach. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das Käse und Zwiebelchips sein sollen, würde ich sagen, das sind Salzchips. Ja, aber abgesehen davon sind Chips eigentlich immer lecker. Hm? Oh, eine Zahncreme. Ohne Fluorid und Schäumer, das ist schon mal gut. Vegan, natürliche Pflege mit 24 ayurvedischen Pflanzenextrakten. Ich habe ja eigentlich immer die gleiche Zahnpasta und habe auch ziemlich viel noch davon hier. Aber egal, ich werde demnächst mal ausprobieren. Ist da Zellit drin? Das würde mich jetzt interessieren. Blablabla, lese ich jetzt nicht alles vor, denn das sind alles Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Cinnamomum, also irgendwie Zimt ist auf jeden Fall auch drin. Aber kein Xylit auf jeden Fall. Kräuterzahncreme, vegan, Naturkosmetik. 24 wertvolle ayurvedische Pflanzenextrakten. Extrakte. Extrakte des Nebenbaumes. Nelkenöl und Süßholz gegen Plaque und Karies verursachende Bakterien. Chinesische Datteln, Gelbholz, Rosenapfel und Valeria kräftigen und beruhigen das Zahnfleisch. Frei von Tensiden
und zusätzlichen Fluoriden. 75 Milliliter für 4,99. Mr. Organic Basil Pesto, also Basilikum Pesto. Zutaten: Basilikum 48,5%, Sonnenblumenöl, Kartoffeln, Salz, Pinienkerne, Lactic Acid, also Milchsäure. Also Milchsäure kann man ja auch vegan erstellen, das wird dann hier, denke ich mal, hoffentlich der Fall sein. Ja, vegan-friendly steht sogar drauf, also ich denke mal schon. Basilpesto, bio-vegan, glutenfrei, sojafrei. Die Rezeptur für dieses Pesto stammt aus römischer Zeit und besteht aus Basilikum von Genua, der Heimat des Pesto. Das frische Basilikum wird mit bestem Öl zerkleinert, bevor Pinienkerne und Salz zugegeben werden. Diese köstliche Soße ist ideal für Pasta, aber auch toll auf leckeren Ofengemüse. Die Mr. Organic Bio-Lebensmittel werden mit biologisch angebauten Zutaten und Liebe für unseren Planeten gemacht. Riecht auf jeden Fall schon mal gut. Ziemlich säuerlich. Aber ich denke mal, mit Nudeln zusammen ist es auf jeden Fall sehr lecker. Hanf Natur. Da habe ich, glaube ich, immer noch die Hanfbratlinge von. Die habe ich immer noch nicht gemacht. Kommt noch irgendwann. Speisehanf und so weiter. Knabberhanf ist das auf jeden Fall. Der süße Knabberhanf von Hanf Natur. Bio-vegan, glutenfrei, sojafrei. Geröstete Körner von Speisehanf in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der vollwertige Knabberspaß, der nicht dick macht. Zum Knabbern in den Pausen, beim Fernsehen oder einfach in lustiger Runde. Speisehanf unterstützt mit seinen lebensnotwendigen Inhaltsstoffen den gesunden Stoffwechsel aller Zellen und stärkt die körperlichen Abwehrkräfte. Er gehört daher in die tägliche Nahrung für Vitalität und Wohlbefinden jedes Menschen. Ausgezeichnet mit dem Goldenen Preis 2010 der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. 100 Gramm für 2,15 finde ich auch noch erschwinglich, muss ich sagen. So, was sind eigentlich für Zutaten, ne? Zutaten: Hanfsamen, Vollrohrzucker, Vanille, Zimt, das war's. Hab ich schon mal gesagt, kleine Zutatenliste finde ich immer gut. Also der erste Geschmack ist gleich mal süß. Und wenn man es ein bisschen kaut, dann wird es richtig nussig. Auch ein bisschen herb. Aber ja, also ich finde es gut. Doch, ist lecker. Kann man so wegknabbern, glaube ich. Probamel Reissahne. Bio-vegan, glutenfrei, sojafrei. Passt super in die moderne Küche, denn mit ihr lassen sich hervorragend Suppen und Soßen verfeinern. Man kann mit ihr kochen, backen und tolle Desserts zaubern. Das Produkt enthält halb so viel Fett wie flüssige Sahne und lässt sich im täglichen Küchengebrauch absolut unkompliziert verwenden. 250 Milliliter für 1,09 Euro. Es geht auch noch, ich glaube, die Sojasahne ist, ich glaube, Bio-Sojasahne ist im Grunde genauso teuer. Bei Reissahne nehme ich eigentlich nicht so oft. Also nicht so gerne, weil die nicht so schön das geschmeidig und cremig macht wie Sojasahne. Aber ja, zur Abwechslung mal ist es auf jeden Fall mal ganz gut. Oder wenn man einfach mal Soja ganz weglassen will, dann ist das auf jeden Fall mal eine gute Alternative. Da gibt es ja auch noch andere Sachen, Dinkelsahne, Hafersahne. Die haben halt alle ihren eigenen Geschmack. Was aber auch nicht schlecht sein muss, ist halt ja Geschmackssache im Grunde. Aber wenn ihr die mal seht, probiert die mal aus. Das ist schon was anderes, es schmeckt anders, aber trotzdem irgendwie lecker. Aber wie gesagt, halt ein bisschen weniger cremig als die Sojasahne. So. Irgendwas Weiches. Was ist das denn? Miracle Noodle Angel Hair, also Engelhaar. Also Wundernudeln. Shirataki-Pasta, Guilt-Free-Noodles, also kochte Nudeln in der Tüte, wer kauft denn sowas? Okay,
Also wenn ich sowas sehen würde im Laden, ich würde sowas nicht kaufen. Ich kann meine Nudeln auch alleine kochen. Ich habe Wasser zu Hause meistens und das funktioniert auch. Miracle-Nudeln, Nudels, Spaghetti, vegan, glutenfrei, sojafrei. Also glutenfrei sind die auch noch. Shirataki-Nudeln sind die beliebten japanischen Low-Carb-Nudeln aus der Cognac-Wurzel. Sie sind ja seit tausenden Jahren Bestandteil der japanischen Küche, da sie viele nützliche Ballaststoffe enthalten, vom Körper langsamer verdaut werden und ihm so helfen, alle Nährstoffe besonders effektiv aufzunehmen. Miracle-Nudels bieten mit nur 5 Kilokalorien pro Portion Pasta Genuss ohne Reue, ohne Weizen, Gluten oder Soja. 150 Gramm für 3,50, also für 3,49. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es gibt auch, wenn das also Argument wäre jetzt, es gibt auch glutenfreie Nudeln, die kann man selber kochen. Ja, ich weiß auch nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Das in, also fertig gekochte Nudeln in der... Es gibt ja auch so frische Nudeln, die dann nicht ganz hart sind, die man kühlen muss. Aber dass die Nudeln in Flüssigkeit verkauft werden... Nicht mein Ding. Aber ich werde es irgendwie verbrauchen. Mal gucken. Baobab. Bio-Getreideregel mit Baobab. Was ist denn Baobab? Baobab. Amaranth, Quinoa, Schokolade und rote Früchte. Wow, Bab, Getreideregel. Bio, vegan, glutenfrei, sojafrei. Köstlicher, leichter Snack ohne schlechtes Gewissen. Wenig Zucker und Fett, dafür viele nährstoffreiche Inhaltsstoffe wie Amaranth und Quinoa. Baobab überzeugt durch viele verdauungsfördernde Ballaststoffe, Vitamin C und B sowie Calcium, sogar in einer doppelt so hohen Konzentration wie in Milch. Mm. Also, ich weiß ja nicht, eigentlich die meisten Veganer wissen ja eigentlich, dass Milch das Kalzium eher dem Körper entzieht. Und das bisschen, was in der Milch drin ist, kann das niemals ausgleichen. Deswegen fand ich den letzten Satz jetzt ein bisschen überflüssig. Zumindest in der Veganbox. Ich glaube kaum, dass ein... also, übersagt ist im Gegenteil, aber ich glaube kaum, dass ein Normalesser sich eine Veganbox bestellen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Wow, Bab ist gut zu dir. Ein leckerer Bio-Getreideriegel, der erlesenen Zutaten aus der ganzen Welt vereint. Fruchtiger, ausbalancierter Geschmack für dich zum Genießen. Und dazu kommt Baobab Affenbrotbaum in Klammern. Baobab heißt Affenbrotbaum. Ein mystischer afrikanischer Baum, dessen Frucht mit seinen vielfältigen Qualitäten den Riegel eine besondere Note verleiht. Zudem bremst seine Verarbeitung die weitere Versteppung Afrikas. Ohne Palmfett, glutenfrei, vegan. Wo ist die Zutaten wohl eigentlich gelesen? Okay. Zartbitterschokolade, Getreide, Amaranth, Reis, gepoppt. Reismehl, Mais, Malz, Salz, Reissirup, Maissirup, Sesam, Quinoa, gepoppt, rote und schwarze Johannisbeere, Baobab, Fruchtfleisch, 5%, Sonnenblumenöl, ja. Also ich finde den echt lecker. Wie viel war der nochmal? 30 Gramm für 1,59. Ja, kann man für so einen Riegel, glaube ich, schon mal ausgeben, wenn man unterwegs ist und das entdeckt. Oder was weiß ich, für die Schule, für die Arbeit. Auf jeden Fall lecker. So, ich habe noch zwei Gläser hier drin. Das sieht aus wie Honig. Außer Pers Cola Hof. Bio Heni. Löwenzahn Tarasako. Zutaten: Maissirup, Löwenzahnextrakt. Ach, das war's schon, okay. Dieses typische Produkt aus Südtirol, auch als Löwenzahnhonig bekannt, kann als Brotaufstrich und zum Süßen von Tee und Speisen verwendet werden. Den habe ich auch schon mal alleine gemacht, Löwenzahn-Sirup. Ich meine, ich habe ihn mit Zucker gemacht. Und mit Mais-Sirup ist natürlich auch eine gute Idee. Heni Löwenzahnhonig. Bio, vegan, glutenfrei, sojafrei. 100% vegane Bio-Honig-Alternative. Dieses typische Produkt aus Südtirol
kann als Brotaufstrich und zum Süßen von Tee und Speisen verwendet werden. In Geschmack, Konsistenz und Optik überzeugt Henny auf ganzer Linie. Liebevoll gestaltete, schmucke Gläser, genauso viel Liebe steckt in der Herstellung. Also die Konsistenz ist auf jeden Fall schon mal klasse, auf jeden Fall besser als das, was ich gemacht hatte. Aber intensiv. Intensiv nach Löwenzahn. Mit Maissirup ist eine gute Idee. Könnte ich das mal auch so machen, anstatt mit Zucker. Dann ist die Konsistenz wahrscheinlich auch ganz anders. Achtung. Naja, geht auch. Ich sehe noch eine große Flasche, aber ich nehme erstmal das hier. Mango Chutney. Geber Chutney. Vegan, glutenfrei, sojafrei, Fairtrade. Aus sonnengereiften Früchten und Gewürzen. Fruchtig-würziger Geschmack. Geeignet zu asiatischen Gerichten und Reis. Aber auch als Beilage zu gebratenem Tofu. Oder als Dip. Geber. The Fairtrade Company. Steht seit über 30 Jahren für einen fairen, sozialen, umweltverträglichen Handel. 150 Gramm für 3,50. Achso, habe ich eigentlich den beim Honig wieder vergessen natürlich. 250 Gramm für 6,59 Euro. Das riecht schon intensiv. Oh. Alter, ist das scharf. Also hier steht drauf fruchtig rund. Ich hätte ja gesagt, fruchtig scharf. Aber. Boah. Alter Falter. Sonnengereifte Mangos und eine ausgewählte Gewürzmischung. Ja, das stimmt wohl. Geben diesem Mango-Chutney seinen fruchtig vollen aromatischen Geschmack. Er passt sehr gut zu asiatischen Gerichten, aber auch köstlich zu Käseplatten und lecker als Tipp. Mangos 48%, Zucker, Essig, Zwiebeln, Salz, Gewürze. Eine Menge Chili. Oder Pfeffer oder was auch immer. So, was ist denn das hier? Sonnenblumenöl, wie es aussieht. Ölmühle Moog. Seit 1984. Hey, da bin ich geboren. Bioplanet, komm. Bio-Leidenschaft, feinstes Öl. Sonnenblumenöl, da steht's ja. Aus sächsischer Herkunft. Und in einer tollen Flasche. Jubiläumsflasche Sonnenblumenöl nativ. Bio, vegan, glutenfrei, sojafrei. Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums und ihrem ersten biologischen Speiseöl, Sonnenblumenöl nativ, hat Bioplanet eine Special Edition mit diesem Klassiker entwickelt. Sonnenblumenöl ist sehr reich an Vitamin E, einem natürlichen Antioxidant, und enthält außerdem viel Linolsäure, eine essentielle Fettsäure. Ideal für Salate und Rohkost. Verfeinert nach dem Kochen auch deine Gemüse, Pasta oder Reisgerichte. 500 Gramm für 3,49. Ja, probiere ich jetzt nicht, aber coole Sache. Und wie gesagt, die Flasche gefällt mir echt gut. Eins haben wir noch, und zwar einen Riegel, einen Rapunzel, zerbrochenen Erdnussriegel, Erdnusskrokantriegel. Erdnusskrokantriegel. Bio, vegan, glutenfrei, sojafrei. Knackiger Erdnusskrokantriegel für unendliches Knabbervergnügen. Gesüßt mit kristallino Rohrzucker und Weizenstärke-Sirup. So, jetzt kann weg. Mist. Zutaten: Erdnüsse, Rohrzucker, Weizenstärke-Sirup. Das war's. Drei Zutaten. Knusprig. Was soll ich sagen? Es ist ein Erdnussriegel. Ist lecker und nicht allzu süß. Finde ich auch gut. So. Noch irgendwas? Echte Männer kümmern sich um Tiere. Schlappschwänze schießen auf sie. Tierschutzbüro.de. Ach, das ist der Aufkleber. Deutsches Tierschutzbüro e.V. Aufkleber. Ab sofort geht von jeder verkauften Veganbox ein Teil des Erlöses an den Tierschützer. Und jetzt abgekündigt, ja, das wusste ich nicht. Davon werden anfallende Tierarztkosten, das Futter und die Betreuung der Tiere bezahlt.
Heute liegt der aktuelle Aufkleber "Echte Männer kümmern sich um Tiere, Schlappschwänze schießen auf sie" des Tierschutzbüros bei. Aber cool. Werde ich mir irgendwie, weiß ich nicht, wohin kleben. An irgendeinen Jägerstand oder so. Ach, hier ist die Zubereitung von den Schlabbernudeln hier. Miracle-Nudeln riechen beim Öffnen sehr streng. Ich freue mich drauf. Das ist ganz normal, denn sie sind in Wasser und dem Stabilisator Calciumhydroxid verpackt. Durch das Abspülen mit Wasser verschwindet der Geruch des Calciumhydroxids vollständig. Erstens, die Verpackung öffnen und durch ein Sieb abgießen. Zweitens, gründlich mit Wasser ausspülen, bis der Geruch verschwindet. Drittens, in kochendes Wasser geben und ca. eine Minute kochen lassen. In ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Fünftens, auf einer Pfanne oder mit einem Küchentuch trocknen. Sechstens, zu deinem Lieblingsgericht Suppe oder Soße hinzufügen. Gibt's hier noch mit Reis? Miracle Rice gibt's hier noch. Also ist auch schon vorgekochter Reis. Glutenfrei, fettfrei, zuckerfrei, vegan, low carb, koscher, nur 5 Kalorien pro Portion. Okay. Ja, ich werde sie irgendwann mal ausprobieren, glaube ich. Mal gucken. So. Ja, das war wie gesagt erstmal die letzte Vegan Box. Leider fangen die jetzt mit den Aufklebern an, das hätte ich jetzt schon gerne noch gehabt. Aber egal, habe ich jetzt so gemacht, passt schon. Ja, diesmal war das jetzt eigentlich wieder recht gute Zusammenstellung, auch wieder eine Zahnpasta dabei ist. Also immer auch ein bisschen Kosmetik. Und hat mir eigentlich alles gut gefallen diesmal. Ja. Es gibt ja jetzt übrigens auch andere Vegan Boxen, leider kein Bio, das wäre natürlich noch super gewesen. Und zwar irgendwie nur Essen, also ohne Kosmetik, glutenfrei und noch irgendwas. Ich hab's vergessen. Egal, könnt ihr aber gucken, auf der Homepage gibt es jetzt ganz neu. Ja, dann bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss.